abends in Deutschland, vor einigen Wochen. Andrang zur neuen Vortragsreihe des englischen Biochemikers Rupert Sheldrake. Der Mann könnte die Welt gründlich verändern. Ein neuer Galileo, jubeln viele. Andere warnen, nur ein moderner Scharlatan. Sicher ist, mit seinen provokanten naturwissenschaftlichen Thesen findet Sheldrake immer wieder sein Publikum. Ich würde mich gern kennen, aber bitte ohne Kamera. Rupert Sheldrake will sein neues Buch vorstellen über den siebten Sinn der Tiere. Woher Haustiere wissen, wann ihre Halter nach Hause kommen, diese Art von Themen sind inzwischen sein Markenzeichen. Dabei ist Sheldrake ursprünglich mit grundlegenden Ideen zur Revolutionierung der Wissenschaft angetreten. Mit seinen geheimnisvollen morphischen Feldern. Morphische Felder, nach Sheldrakes Einschätzung die unsichtbare Kraft, die alles formt und alles miteinander verbindet. Wie diese morphischen Felder funktionieren? Ziemlich britisch. Tradition als formendes Prinzip, Gewohnheit als gestaltende Kraft. Der englische Wissenschaftler meint, wenn Tradition das Erscheinungsbild der Gesellschaft bestimmt, warum nicht auch das der Natur? Lebewesen sehen so aus, weil sie schon immer so ausgesehen haben. Kontrolliert durch morphische Felder, physikalisch erforschbare Gewohnheitsfelder noch unbekannter Art. Rupert Sheldrake hat für seine Ideen viel Hohn und Spott geerntet. Die etablierte Wissenschaft zeigte ihm die kalte Schulter, also konzentrierte sich der eigensinnige Forscher auf einen publikumswirksamen Teilaspekt seiner Theorie. Auf morphische Felder bei den Haustieren mit ihren rätselhaften telepathischen Fähigkeiten. Etwa bei Hunden, die lange vorher wissen, wann Herrchen oder Frauchen nach Hause kommt. So etwas ist für die meisten Hundehalter ganz normal. Vierbeiner wie Sammy interessieren Sheldrake. Der Londoner Vorstadthund spürt es, wenn sich sein Frauchen auf den Weg nach Hause macht. Wenn Carol Bartlett durch die 20 Kilometer entfernte Charing Cross Station in der City zu ihrem Pendlerzug eilt. Zu unregelmäßigen Zeiten, die auch der Ehemann nicht kennt. Zuerst fiel mir auf, dass der Hund, wenn Carol fort ist, irgendwann plötzlich zur Haustür geht und sich dorthin legt. In einer Warteposition mit ausgestreckten Vorderläufen. Waiting position, legs stretched out. Eine typische Hundegeschichte. Eine von Hunderten aus Sheldrakes Archiv. Typisch daran, die enge Beziehung zwischen Tier und Mensch. Carol Bartlett hat schließlich ihren Sammy aus dem Tierasyl gerettet. Eine halbe Stunde später, so lange braucht der Zug von Charing Cross nach Chislehurst, kommt er wieder runter. Er weiß, dass Carol nun in Chislehurst angekommen ist und noch 7 Minuten Fußweg hat, bis sie zu Hause ist. Was verbindet Mensch und Haustier? Sheldrake sagt, ihr morphisches Feld. Kein elektromagnetisches Feld, keine Gravitation. Ein unbekanntes Feld, das erst noch dingfest gemacht werden muss. Die natürliche Erklärung durch extrem sensible Hundenasen oder durch wachsame Hundeohren würde versagen. Hier wirke eben Telepathie. Das wichtigste Anzeichen für Telepathie bei Hunden stammt von Experimenten, bei denen Leute von weit her nach Hause kommen. Manchmal muss der Halter nur daran denken, nach Hause aufzubrechen, und der Hund reagiert schon. Rupert Sheldrake, ein Kandidat zur Bücherverbrennung? Die britische BBC dokumentierte die Reaktion von John Maddox, dem langjährigen Herausgeber der renommierten Zeitschrift Nature. Das Thema Gedankenübertragung ist eben eine Zumutung für die Wissenschaft. Das kann mit den gleichen Worten verurteilt werden, mit denen der Papst Galileo verurteilte. Es ist Ketzerei. Und was sagt die etablierte Fachwissenschaft zur Telepathie bei Hunden? Dr. Dorit Feddersen-Petersen von der Universität Kiel ist renommierte Forscherin über Wölfe und auch über Haushunde. Und gefragte Spezialistin für Polizeispürhunde. Deren Beitrag zur Aufklärung von Kapitalverbrechen hat die Wissenschaftlerin oft als Gerichtsgutachterin zu bewerten. Weil sie die sagenhaften Fähigkeiten der Tiere über viele Jahre erforscht hat.
Ich denke, dass der sogenannte siebte Sinn in sehr vielen Fällen nicht bemüht zu werden braucht, weil durch diese sehr, sehr feinen und auch ganz anderen Formen der Aufnahme und der Verarbeitung von Sinneseindrücken sich sehr, sehr vieles erklären lässt, was für uns an Wunder grenzt. Das ist ja ungeheuerlich, was dieser Hund da geleistet hat. Dieser Hund hat hellseherische Fähigkeiten. Hat er nicht, denke ich. Es ist eben ein Hund, der eine andere Sinneswelt hat, als wir sie haben. Etwa das unglaubliche Geruchsvermögen des Hundes. Oft genug erklärt es seine rätselhaften Fähigkeiten. Die Polizeispürhunde demonstrieren das bei jedem Kriminalfall aufs Neue. Immerhin ist die Riechschleimhaut des Hundes 30 Mal so groß und 20 Mal so dick wie die des Menschen. Da mag ein Mörder sein Opfer einbetonieren und hinter dickem Mauerwerk verstecken, die Leichenspürhunde der Kriminalpolizei werden trotzdem fündig. Polizeihund und Trainer kennen sich sehr genau. Die Hunde leben im Haushalt ihrer Trainer. Was denn? Was? Wir haben übersinnliche Fähigkeiten an den Hunden hier noch nicht festgestellt, obwohl wir sehr eng mit den Hunden leben, sehr eng mit den Hunden arbeiten. Und ich glaube, wenn es diese Fähigkeiten nicht nur im Einzelfall gäbe, sondern flächendeckend oder in größerer Anzahl gäbe, hätten wir es hier feststellen müssen. Wir haben diese Fähigkeiten hier bisher noch nicht gesehen. Die Trainer kennen eben die natürlichen Fähigkeiten ihrer Hunde. Dieser sucht eine Schusswaffe. Auch der leckerste Duft der Lieblingswurst würde die Hundenase dabei nicht irritieren, weil ein Hund auch geringste Düfte aus einer Duftmischung herausfinden kann. Natürlich auch menschliche Düfte, die ihm dann auf scheinbar rätselhafte Weise die Absichten seines Halters verraten. Der Hinweis auf das sensible Geruchsvermögen zieht nur im Nahbereich, nicht aber bei großen Entfernungen. Und Geruchshypothesen haben auch nur eine Chance, wenn die Windrichtung stimmt. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass Hunde nur dann wissen, wann eine Person nach Hause zurückkehrt, wenn sie mit dem Wind kommt. Das Geruchsargument mag also für manche Fälle zutreffen, aber es ist kein grundsätzlicher Einwand gegen Telepathie bei Hunden. Und sogar die renommierte Forscherin räumt ein, es gibt Verhalten von Hunden, das auch sie nicht erklären kann. Eine Studentin aus Deutschland, die eine sehr enge Bindung zu ihrem Hund hatte, ist nach Amerika gefahren zu einem Studienaufenthalt und ist dort schwer verunglückt. Und just in dem Augenblick des Unglücks hat der Hund gewinselt, er hat geschrien, er hat sich ausgeprägt anders verhalten als sonst. Also so eigentlich, als ob er krank wäre, als ob er einen epileptischen Anfall vielleicht hätte oder als ob er Leibschmerzen hätte oder was weiß ich. Die Familie ist mit ihm zum Tierarzt gegangen und hinterher stellte sich dann diese Zeitgleichheit heraus. Ja, da fällt mir natürlich ethologisch, verhaltensphysiologisch als Erklärung gar nichts mehr ein. Und da würde ich anfangen, über ein Band, eine Verbindung über den großen Teich hinaus, über ein morphisches Band nachzudenken. Der kleine JT und sein Frauchen Pam. Sie sollen endgültig zeigen, ob etwas dran ist an der Telepathie bei Hunden oder nicht. JT, good boy! Sheldrake präsentiert seinem staunenden Publikum ein aufwendiges Video des österreichischen Fernsehens. Ein Experiment mit zwei Kameras. Um vergleichen zu können, was Pam und JT im selben Moment tun, werden die Timecodes der beiden Kameras auf dieselbe Uhrzeit gestellt. Pam bricht auf, begleitet von der Reporterin. JT bleibt zu Hause. Pam und die Reporterin verbringen ein paar Stunden in der Stadt. JT macht sich zu Hause einen gemütlichen Tag mit Pams Eltern. Nun tut sich etwas. Pam erhält die Aufforderung zum Aufbruch. Der Zeitpunkt wurde mithilfe eines Zufallsgenerators bestimmt. JT döst immer noch. Dann bricht Pam auf. Okay, let's go. So,
Und kurz darauf auch JT. 11 Sekunden nach unserem fernen Signal zum Aufbruch geht JT ans Fenster. Das Experiment ist gelungen. Ein voller Erfolg für die These von der Telepathie bei Haustieren. Wenn es Telepathie tatsächlich geben sollte, auch nur bei Haustieren, dann hätte die etablierte Wissenschaft große Erklärungsnot. Da geht sie lieber auf Distanz. Was meinen Sie, warum die Wissenschaft Sheldrake links liegen lässt bisher, die anerkannte Wissenschaft? Weil er für sie uninteressant ist. Interessant wäre er, wenn man kommerziellen Nutzen daraus hätte ziehen können. Und das ist bislang noch nicht ersichtlich. Warum nun gerade hierher gehen und soll an solchen Skurrilitäten sich erfreuen? Weil der Name Professor Sheldrake inzwischen ein Begriff ist, als Biologe. Sowas spricht sich doch im Laufe der Jahre herum. Rupert Sheldrake hat Erfolg mit seinen morphischen Feldern, doch eben nur als Spezialist für Telepathie bei Haustieren. Ein tragischer Erfolg. Trat der Freigeist doch einst mit dem Anspruch an, dass er mit seinen morphischen Feldern dem universellen Kommunikationsmedium der Natur auf der Spur sei. Alle Lebewesen würden über morphische Felder mit allen ähnlichen Lebewesen aus Gegenwart und Vergangenheit kommunizieren. Wie die Lebewesen aus ihrem Keim heranwachsen, dieses große Rätsel der Natur würde so endlich gelöst. Ein Wunschtraum für Sheldrake, der vor seinem Sündenfall 15 Jahre lang in der üblichen Forschung tätig war. Ich habe lange die Gene von Pflanzen erforscht, ihre Bedeutung für die Formentwicklung. Darüber lassen sich endlos viele Einzelheiten herausfinden, aber unklar bleibt, wie die Formen der Organismen entstehen. Die üblichen Methoden führen in eine Sackgasse. Das Grundproblem bleibt ungelöst. Aber steuert die von Sheldrake verschmähte übliche Biologie tatsächlich in eine Sackgasse? Hier am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen wird die Fruchtfliege Drosophila untersucht, wie sich Körper und Beine, Flügel und Fühler aus dem Ei entwickeln. Der übliche Forschungsansatz. Man sucht nach Genen für die Formbildung und nach Verteilungsmustern von Körpersubstanzen, sogenannten Gradienten. Nun, die Qualität dieser Gradienten ist, dass sie sogenannte Transkriptionsfaktoren sind. Das sind Eiweißstoffe, die in der Lage sind, vor die einzelnen Gene im Genom zu binden und dort mithelfen, dieses Gen entweder anzustellen oder gegebenenfalls auch abzustellen. Immer noch das gleiche Konzept wie vor 20 Jahren, als Sheldrake seine Karriere in der konventionellen Biologie beendete. Markieren der Eiweißstoffe mit Farben, Analyse der überlagerten Verteilungsmuster, Suche nach Genen, die durch die Eiweißmischungen ein- oder ausgeschaltet werden. Es zeigen sich Eiweißstreifen. Aus diesen Streifen entstehen die Chitinringe der Larve und schließlich auch die Segmente der fertigen Fliege. Zweifellos ein Erfolg, aber die Forscher sind ernüchtert. Sie hatten sich alles viel einfacher vorgestellt. Ob sie jemals die Entwicklung eines ganzen Organismus erklären können, sie wissen es nicht. Wir arbeiten inzwischen 15 Jahre mit ein und demselben Gen und haben immer noch nicht verstanden, welche Funktion dieses Gen in allen Details letztlich ausübt. Und dass einen da, wenn man dann das einfach hochrechnet auf ein Menschleben, dass man da ein bisschen frustriert ist und sagt, das verstehe ich ja nie und ich brauche jetzt ganzheitliche Methoden und dann vielleicht auch ins Philosophische durchaus abdriftet, das ist verständlich. Dabei sind Sheldrakes morphische Felder weniger Philosophie als Anregung zu empirischen Untersuchungen. Aber obwohl die konventionelle Forschung ernsthafte Probleme hat, Sheldrake hat keine Chance. Ich habe da keinerlei Vorurteile, nur in mein Weltbild passt er schlicht und ergreifend nicht hinein. Deshalb grenze ich dieses Weltbild, das in diesem Fall angesprochen wird, aus, weil ich meinen Weg habe, vorwärts zu gehen. Ich gebe Ihnen recht, vielleicht in 100 Jahren, ich werde zwar nicht mehr leben, aber denken vielleicht die Leute ganz anders drüber.
mag durchaus sein, aber ich nehme das Risiko für mein Leben in Kauf. Würden etablierte Forscher meine Themen aufgreifen, dann würden sie Gefahr laufen, ausgelacht zu werden, ihren Status einzubüßen und Fördergelder zu verlieren. Nicht gerade ein Anreiz, solche Projekte anzugehen. Es sei denn, jemand ist überzeugt, dass ein ganz neuer Ansatz her muss. Doch es ist eben viel leichter, einfach so weiterzumachen wie bisher. Manche etablierten Forscher sind aber doch mutig genug, Sheldrakes Hypothesen im normalen Wissenschaftsbetrieb zu testen. Nicht in den Naturwissenschaften, aber etwa in der Psychologie. Zum Beispiel Professor Ertl an der Universität in Göttingen. Seine Probanden mussten angeben, ob projizierte Schriftzeichen korrekte Zeichen aus fremden Schriften sind oder nur fantasievolle Neuschöpfungen des Forschers. Sheldrakes These, morphische Felder verbinden die Probanden mit den fernen Kulturen und lassen sie die richtigen Zeichen erspüren. Pech für Sheldrake, keine Bestätigung für seine Theorie. Aber ich könnte mir denken, dass in Sheldrakes Theorie doch ein Körnchen Wahrheit steckt. Nur dieses Körnchen müsste erst gefunden werden. Die Tendenz, die nicht nur bei Sheldrake, sondern allgemein auch in den Grenzwissenschaften der Psychologie, etwa in der Parapsychologie zu sehen ist, nämlich Feldforschungen vorzunehmen, also den Begriff des Feldes einzubauen in die Überlegungen, die ist nach meiner Auffassung auch richtig. Es gibt so viele Phänomene, die meines Erachtens ohne einen Feldbegriff nicht auskommen. Zum Beispiel das unglaubliche Navigationsvermögen der Vögel. Bis heute kann es niemand erklären. Die Brieftauben der Schweizer Armee etwa sind berühmt dafür, dass sie sogar in mobile Taubenschläge zurückfinden. In Schläge, die bei Manövern ohne Wissen der Vögel verlegt werden. Magnetismus, Sonnenstand, Düfte, Erklärungen, die nicht ausreichen. Sind hier am Ende morphische Felder am Werk? Sheldrake meint ja. Felder, die den Vögeln ihre rätselhaften inneren Landkarten liefern. Sind doch parat. Also gut. Übrigens, die Schweizer Armee-Brieftauben wurden inzwischen abgeschafft. Weil sie angeblich ein unmodernes Image vermitteln. Nun werden sie ihr Geheimnis wohl für sich behalten. Auch ein Problemfall für die konventionelle Wissenschaft. Ausgesetzte Haustiere finden über hunderte von Kilometern wieder nach Hause. Wieso? Sheldrakes These, die enge Beziehung zwischen Halter und Hund erzeugt ein morphisches Feld und wirkt als eine Art Gummiband, das Mensch und Tier auch über große Entfernungen verbindet. Doch wie lässt sich so etwas zuverlässig überprüfen? Also habe ich nach Experimenten gesucht, die einfach und billig durchzuführen sind. Nach Untersuchungen, die unseren Blick auf die Welt verändern können, statt immer engere Forschungsgebiete zu erzeugen, die immer schwieriger zu interpretieren sind. Dabei bin ich in meiner Lage gezwungen, Experimente zu entwickeln, die mit sehr geringem Aufwand funktionieren, auch ohne üppige Laboratorien. Zum Beispiel Experimente zur telepathischen Kraft des Blicks. Sheldrake hört von Jägern, die auf dem Hochsitz die Augen senken, weil auch der zuverlässig getarnte Blick schon oft das Wild vertrieben hat. Der unsichtbare Blick hat eine Wirkung. Das habe ich beim Dammwild viele Male immer wieder praktiziert. Und zwar deswegen praktiziert, weil ich zunächst der Meinung gewesen sei, es wäre ein olfaktorischer Auslöser. Also ein Geruchsauslöser. Dem ist allerdings nicht so, denn wir haben das auch erlebt, nicht nur wenn der Wind uns genau entgegenstand. Eine Abendgesellschaft in Lady Astors Landhaus vor den Toren Londons. Auch hier geht es um die geheimnisvolle Macht des Blicks. Um eine Empfindung, die jeder kennt. Das Gespür, von hinten angestarrt zu werden. Mit präzisen Vorgaben von Sheldrake überprüfen hier Laien, ob etwas dran ist am telepathischen Blick. Ganz klar, du guckst. Nein, sie haben sich geirrt, ich habe nicht geguckt.
Looking. No. You were looking. Mechanische Taktgeber und Münzen als Zufallsgeneratoren regeln den Ablauf. You're looking at me. No. Oh. I really did not have any sense. Ich habe überhaupt nichts gefühlt, wenn ich angestarrt wurde. Vielleicht zum Schluss, als ich ruhiger wurde, ein wenig. When I felt a lot more settled, there may have been a suggestion of it. Well, I thought I was feeling sort of some extra tingling. Ich dachte, da wäre ein Zittern an meinem Rücken. Aber nein, in der Hälfte der Fälle wurde ich gar nicht angeguckt. I was feeling the tingling, I wasn't being looked at. It was interesting as Es war interessant, aber tatsächlich habe ich dann doch nicht mehr geschafft, als zufällig zu raten. Ich habe es genau gefühlt. Eine Vibration, wenn sie mich angesehen hat. Und wenn sie mich nicht angesehen hat, dann habe ich auch nichts gefühlt. Wenn Blicke telepathisch wirken können, dann könnte es auch morphische Felder geben. Doch die normale Wissenschaft will von solchen Dingen auch weiter nichts wissen. Unterstützung bekommt Sheldrake dann ausgerechnet aus der modernen Quantenphysik. Ein fächerübergreifend denkender Physiker spricht Sheldrake direkt an. In der Quantenphysik hat man Quantenfelder. Das sind nicht materielle Felder, sondern das sind Erwartungsfelder. Die werden von Materie kreiert und wenn eine Erwartung da ist, verändern die sich. Da ist also etwas drin, das mit der Quelle selbst zusammenhängt. Das sind nicht neutrale Träger in diesem Fall. Warum verwendest du die Felder nicht und sagst immer, du hast hier eine Neuerfindung gemacht und wir arbeiten seit 75 Jahren mit diesen Dingern? Ja, aber als Biologe ist er daran nicht herangekommen, so erfindet es neu und die Biologen sagen ihm selbstverständlich, wir haben unser Handwerk von den Chemikern gelernt, wir nehmen nur an etwas, was wir wirklich in die Hand nehmen können. Ludwig-Maximilians Universität München, Quantenphysik. Forschen bedeutet hier Expeditionen ins Mikrouniversum, in die seltsame Welt von Atomkernen und Elektronenhüllen. Elektronen sind gleichzeitig hier und dort. Eine Art Telepathie zwischen den Teilchen ist hier ganz normal. Und Materie besteht nicht aus Materie, sondern aus merkwürdigen Erwartungsfeldern. Ob die vielleicht mit Sheldrakes Feldern zu tun haben? Dafür müsste die bizarre Mikrowelt der Quanten bis in den Größenmaßstab unserer normalen Welt hineinreichen. Wenn die Kapriolen der Quantenwelt etwa auch Tiere und Pflanzen erreichen würden, morphische Felder hätten gute Chancen. Doch die meisten Quantenphysiker glauben nicht daran. Es ist absolut ausgeschlossen, dass man diese merkwürdigen Quanteneffekte über große Distanzen, die Wellennatur der Materie, dass man das makroskopisch in biologischer Materie sieht, einfach weil das Wesentliche an diesen Quanteneffekten, die Interferenzerscheinungen, die sind so fragil, dass sie durch die winzigsten Wechselwirkungen zerstört werden. Und bei Zimmertemperatur ist alles in thermischer Bewegung, die Wechselwirkungszeiten sind sehr kurz. Um Quantenmechanik zu sehen in biologischen Molekülen, muss man mit Femtosekundenimpulsen arbeiten, auf sehr kurzer Zeitskala. Da ist so etwas möglich. Die Natur gaukelt uns vor, sie sei normal. Die bizarre Quantenwelt der Atome könnte Sheldrakes Position stärken, aber Fachleute winken ab. Die erstaunlichen Möglichkeiten bei atomarem Maßstab würden auf dem Weg in alltägliche Größendimensionen ganz einfach verloren gehen. Doch andere Forscher lassen Sheldrakes Aktien wieder steigen. Im Institut für Biophysik von Professor Popp sucht man bei Lebewesen nach Signalen aus ihrem quantenphysikalischen Innenleben. Mit Erfolg. Ganz normale Photonen hat Professor Popp gefunden. Lichtquanten in Lebewesen. Und deshalb nennt er diese Lichtsignale Biophotonen. Der Restlichtverstärker ist auf die Wellenlänge von sichtbarem Licht eingestellt und meldet sogar einzelne Photonen. Das Ergebnis? Fichten leuchten auch ohne Kerzen. Mit Lichtwellenpaketen aus der Tiefe der geheimnisvollen atomaren Quantenwelten. Zehntausend Kilometer weiter westlich forscht Ed Wagner in den Wäldern von